So, herzlich willkommen zu diesem Video und willkommen aus Kolumbien, besser gesagt aus Bogotá, vom Flughafen El Dorado. Und für mich geht es jetzt mit Satena, glaube ich, heißt die Airline, nach Medellin. Also ein kurzer Inlandsflug, aber ich bin gespannt, wie die Airline so ist. So, ich bin jetzt hier gerade auf Weg zum Terminal 2 vom Flughafen El Dorado. Die allermeisten Flüge gehen vom Terminal 1, also wirklich alle Airlines, bis auf Satena und vielleicht noch eine andere, keine Ahnung. Die geht vom Terminal 2 aus. Blöderweise steht Satena am Terminal 1 auch dran, aber irgendwie schräg geregelt. Vielleicht fliegen wir von beiden, keine Ahnung. Das Terminal 2 wurde wohl 1981 eröffnet und ist gefühlt auch etwas an der Zeit stehen geblieben. Es liegt ungefähr 1 Kilometer vom Hauptterminal, Terminal 1, entfernt und ist wirklich so viel kleiner und ja, nicht wirklich modern. Der Check-in-Bereich ist auch nicht gerade riesig, ihr seht ihn da vorne schon links. Es gibt auch nur zwei Fluggesellschaften, die von hier aus fliegen, Satena und Click. Der Check-in-Bereich braucht auch nicht riesig sein, denn man war schnell dran, es war nicht viel los. Direkt gegenüber war auch so ein Büro von Satena, wo man hätte ein Flugticket kaufen können. Es gab auch so eine Galerieausstellung mit Bildern von Flugzeugen, fand ich auch ganz cool. Und ich hätte übrigens auch einen 15 Kilo Koffer einchecken können, gratis, obwohl ich im billigsten Tarif liege. Es ging für mich weiter zur Sicherheitskontrolle, die war schnell erledigt und das ist der Abflugsbereich. Nicht wirklich groß und nur links könnt ihr übrigens euer Handy laden. So, jetzt bin ich ja hier in der Abflugshalle von dem Terminal 2 und es ist halt wirklich so viel kleiner als das Terminal 1. Das fühlt sich an wie so ein kleiner Regionalflughafen, aber es ist ehrlich gesagt ziemlich angenehm. Also die Sicherheitskontrolle ging schnell, Check-in war schnell erledigt, viel schneller als zum Hauptterminal. Es ist halt auch erheblich mehr los, also schon angenehm. Haben wir gerade noch was geholt, also ein Wasser, ein großer Keks und ein Sandwich für 30.000 Pesos. Das sind fast 7 Euro. Das ist für Kolumbien ziemlich teuer, aber naja, ich bin halt am Flughafen, also da ist es ja immer teurer. Im Vergleich zu Europa geht es ja immer noch. Ja, und das war übrigens die ganze Ausfahrt beim Café. Schön, aber auch nicht wirklich riesig und dazu gab es halt noch einen Automaten, wo man sich hätte auch ein paar Snacks holen können. So, noch kurz zum Flug. Also ich habe halt heute Morgen die Nachricht bekommen, dass mein Flug 2 Stunden später startet als eigentlich geplant. Der sollte nämlich eigentlich um 10.40 Uhr oder so starten und jetzt startet er halt erst um 12.40 Uhr. Und wir kommen halt anstatt 11.20 Uhr erst um 13.20 Uhr oder so an. Ist also nur ein bisschen über eine Stunde Flugzeit. Ist trotzdem etwas ärgerlich, dass er 2 Stunden verspätet ist. Aber immerhin habe ich die Benachrichtigung früh genug bekommen, bevor ich zum Flughafen gefahren bin. Ich muss jetzt nicht unnötig hier rumsitzen. Neben Satena fliegt ja auch die Fluggesellschaft Click an diesem Terminal und früher hießen die übrigens Easyfly. Das hat EasyJet aber noch gar nicht gefallen, weil man könnte ja eine kolumbianische Regionalfluggesellschaft mit einem europäischen Billigflieger verwechseln. EasyJet macht das sehr gerne, verklagt alles und jeden, was irgendwie Easy im Namen hat. Finde ich ein bisschen scheiße von denen, also ja, ist aber so EasyJets Vorgehensweise. Satena nutzt übrigens auch ATR 42 und 72 auf diesem Flughafen und irgendwie waren ein paar Flugzeuge dahinter, ich hätte die gerne genauer gesehen. 2 Stunden Verspätung haben offensichtlich noch nicht gereicht. Es ist noch eine halbe Stunde oben drauf gekommen. Das heißt, wir sind jetzt bei knapp 2,5 Stunden Verspätung. Jetzt wird es langsam echt wirklich nervig. Aber ich hoffe, die neue Abflugzeit steht wegen Sistern. Es gab übrigens auch keinerlei Informationen, warum jetzt der Flug weiter verspätet ist. Es hieß halt einfach auf den Displays, ja, jetzt ist er halt ein bisschen später. Es gab auch keine Erklärung, kein gar nichts. Und deswegen blieb mir die einzige Möglichkeit halt, ja, ein bisschen Planespotting zu betreiben und halt, ja, mir die Flugzeuge außen anzuschauen und viel mehr gab es halt im Terminal auch nicht zu sehen. Es gab keine Lounge, es gab kaum Essensmöglichkeiten und ja, deswegen habe ich die Flugzeuge angeschaut, bis ich dann endlich mal auch unsere Maschine entdeckt habe und dann begann auch endlich das Boarding. So, da hinten steht der Flieger, bei dem es dann gleich endlich mal nach Medellin geht. Es ist wirklich ein Chaos hier. Also, neuer Flugzeit 13.15, also über 2,5 Stunden Verspätung. Und die Ansagen, die sind alle auf Spanisch. Und ich verstehe leider kein Spanisch. Das ist echt ein Problem. Es gibt keine englischen Ansagen und es gibt auch keine wirklichen Bildschirme, wo dann der Flug, der gerade zum Boarden bereit ist, angezeigt wird. Es gibt so eine Bildschirme, wo angezeigt wird, zu welchem Gate man gehen soll, aber nicht, wenn die Anzeigen stimmen. Halleluja, es gibt endlich mal ein neues Flugzeug. Aber die neue Abflugzeit wird auch schon entstimmen. Es war jetzt 13.15 angesagt, wir haben es jetzt 13.20. Also wenn wir bis um 13.30 loskommen, wäre ich hier schon froh. Also das ist definitiv eines der schrägsten Boardings, die ich je hatte. Man wird erstmal geboardet, dann muss man sich in so einer Linie anstellen und wird von Mitarbeitern zum eigentlichen Gate gebracht. Was jetzt nicht wirklich weit entfernt war, aber das ist trotzdem, sagen wir mal, etwas ungewöhnlich.
Von diesen Embraer-Maschinen hat Satena übrigens ganze 3 Stück in der Flotte, also auch nicht wirklich viele. Immer in dieser Bogotá-Sticker oder Aufkleber hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und dann ging es über die Treppenstufen, die im Flugzeug verbaut sind, rein in die Kabine. Und die Kabine hat insgesamt 50 Sitzplätze in einer 1-2-Konfiguration. So, dann ist sie drin in der Kabine und die gefällt mir gut. Also vor allem die 1-2-Konfiguration ist natürlich echt schön. Aber die Sitze sind weit im guten Zustand. Das ist schon gut, das ist mein eigener Sitzzimmer. Wir haben gerade 3 Stunden Verspätung angehäuft, sollte aber gleich losgehen. Ist trotzdem echt nervig. So, um euch den Sitz nochmal genauer zu zeigen, also es gibt halt diese 1-2-Konfiguration, das finde ich schon mal ganz cool, und von hinten sieht der Sitz dann so aus. Es gibt natürlich einen Tisch, der ist auch recht groß, also einen Laptop kann man ohne Probleme draufstellen, allerdings liegt der direkt auf meinem Bein auf, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Und auf der Unterseite des Tisches ist dann halt auch die Sicherheitskarte geklebt, das finde ich echt cool. Eine Sitztasche gibt es leider nicht, das hat mir nicht so gefallen, und die Beinfreiheit ist für so einen Regionalflug völlig in Ordnung. Und es gab übrigens so einen QR-Code, da hätte man wohl theoretisch Filme anschauen können, das hat bei mir aber nicht funktioniert. Problematisch war der Sitz übrigens nur in der Sitzbreite, der war viel zu eng da. Und Gepäckfächer gibt es übrigens nur auf der rechten Seite, denn auf der linken Seite ist nicht genug Platz dafür. So, jetzt ist alles erledigt, Tür ist zu und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erklärt. Allerdings nur auf Spanisch, nicht auf Englisch. Finde ich sehr schräg. Ich weiß gar nicht, ob das gegen internationale Regeln verstößt. Kann nämlich es sein. Ich kann es zumindest so, dass es immer in der Landessprache und Englisch vorgetragen werden muss. Hier ist es einfach nur Spanisch. Das ist nicht so gut. Ja, und da war die Kabine bereit zum Start und einfach noch kurz zur Strecke. Bogotá-Medellín ist von der Luftlinie her nicht wirklich weit entfernt. Das sind nur 240 Kilometer ungefähr. Von der Fahrstrecke her wären das auch nur so 420 Kilometer, aber durch das Gelände in Kolumbien braucht man mit dem Auto 8,5 Stunden von Bogotá nach Medellín. Und da sind solche Flüge dann natürlich die einzige, ja, Rettung, sage ich jetzt mal. Züge gibt es da auch nicht, nur Überlandsbusse. Und ja, deswegen ist der Flug halt alternativlos, obwohl er halt nur so kurz ist. Von Bogotá aus zu starten ist immer wieder schön, also die Blicke über die Stadt waren einfach echt atemberaumend, nicht nur auf dem Flug, und ja, während des Fluges ist nicht viel passiert, die Flugzeit waren weniger als 30 Minuten, in der Kabine ist es ruhig geblieben, viele waren an den Handys und so, die Anschaltzeichen blieben tatsächlich nicht an, ich dachte tatsächlich, die bleiben einfach die ganze Zeit an, aber nein, sie wurden zwischenzeitlich ausgeschaltet, warum auch immer, die Flugbegleiterin hat jetzt auch keinen Service gemacht oder so, war jetzt auch nicht nötig, von hinten sah die Kabine übrigens auch so aus, ich hätte euch tatsächlich gerne noch die Toilette gezeigt, aber die war für den gesamten Flug abgesperrt. Ich konnte einfach nicht drauf, die war halt geschlossen. Und ja, das Schönste an dem Flug waren sicherlich die Aussichten. Nach ungefähr 5 Minuten, wo die Anschlagzeichen aus waren, gingen sie dann auch wieder an. Und dann gingen wir auch schon wieder in den Landeanflug auf Medellín, der noch viel spektakulärer als der Abflug war.
angekommen in Medellin am Innenstadtflughafen und wie in Bogota im Terminal 2 wird auch dieser Flughafen nur von zwei Fluggesellschaften bedient und die heißen ebenso wie in Bogota Satena und Click. Also hier fliegt nicht Latam her oder irgendwie sowas, aber ich würde es euch wirklich empfehlen, falls ihr mal einen Inlandsflug innerhalb von Kolumbien macht, schaut, dass ihr zu diesem Flughafen fliegt. Das war einfach so viel besser als jetzt der große internationale. Da braucht ihr auch viel länger in die Stadt. Also von dem Flughafen braucht ihr 15 Minuten in die Stadt höchstens und vom großen so 45 bis 60 Minuten. Ja, das Aussteigen ging dann auch recht schnell. Es waren auch nicht mal 50 Leute an Bord, also höchstens so 35, 40, alle höchstens. Und deswegen war man schnell raus aus dem Flugzeug und dann ist man diesen ja, offenen Gang zum Hinterterminal gegangen. So, angekommen hier in Medellin am Innenstadtflughafen von Medellin. Also Medellin hat zwei Flughäfen. Einmal der hier, wo ich gerade angekommen bin und dann noch den großen internationalen Flughafen, wo ich nachher abfliege. Der hier ist auf jeden Fall echt cool, weil ich meine, hier ist alles offen. Das schon. Habe ich so noch nicht gehabt. Ich weiß, dass es in Honolulu auf Verweisung ist, aber ich habe es selber noch nicht erlebt. Also es gibt sicherlich einige Länder, wo ich mir halt vorstellen könnte, wo man halt das auch so offen lassen könnte. Kolumbien wäre jetzt auf meiner persönlichen Liste aber nicht gelandet. Aber es funktioniert und man ist auch schnell in der Gepäckhalle. So, jetzt bin ich hier in der Gepäckhalle und damit würde ich das Video auch beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dann sage ich ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal.